Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen das multidimensionale Unterwäschefach. Ich probiere das jetzt gerade aber alles mit OBS aufzunehmen, damit ich die Cam und den Greenscreen, damit das hier, ich habe grün leuchtende Finger, damit das gleich auf Anhieb funktioniert und ich hoffe, es klappt jetzt auch. Das Spiel ist im Moment in der Beta-Phase. Da haben mich zwei nette Damen angeschrieben, ob ich das nicht spielen möchte. Es ist eine Visual Novel, noch in der Beta. Wenn ihr Beta-Tester sein wollt, in der Videobeschreibung stehen alle Links und Infos, wie ihr selber zum Beta-Tester von diesem Spiel werden könnt. Und wir gucken uns einfach mal an und spielen mal ein neues Spiel. Und ich bin sehr gespannt. Todesanzeige, Sprecherbox, Textbox, Stapelschirm. Okay. Todesanzeige klingt jetzt nicht so gut. Aber lassen wir uns mal überraschen. Oglog, Prolog. Hier riecht es nach Männchen. Was? Naja. Diese Geschichte ist frei erfunden. Ähnlichkeiten zu wahren Begebenheiten sind reiner Zufall. Da könnt ihr das auch lesen. Ernsthaft? Nun, in der Regel beginnen solche Geschichten ja mit der typischen Es-war-einmal-Floskel. Diese Geschichte beginnt aber nicht so. Wie sollte sie auch? Wir mussten uns ja erstmal gegen irgendwelche Leute absichern, die behaupten, die Story sei die ihre. Ach so, das sind Regieanweisungen. Was war das? Ich bin der Erzähler des Erzählers. Wozu brauchen wir zwei Erzähler? Ich weiß es nicht, aber ich bin hier und ich mache meinen Job. Also, es war einmal. Nein, 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 nein. Was ist? So beginnen wir die Geschichte ganz sicher nicht. Und wie dann? Na, dann pass mal gut auf. Kalt und unaufhörlich prasselte der Regen gegen die Fensterscheiben. Hannah, unsere vermeintliche Heldin, lag eingerollt in ihrer Decke auf dem Bett, während sie schwarz-weiß im bunten Zimmer stand. Seit der Trennung von ihrem Freund Jan war in ihr alles leer. Es war Wochenende. Sie hasste das Wochenende. Was? Wer hasst denn bitte das Wochenende? Zumindest seit der Trennung. Gerade noch gefangen in finsteren Gedanken, riss sie der Vibrationsalarm ihres Handys aus der Schockstarre. Ach, da kriegt sie auch Farbe. Wer könnte das nur sein? Hannah nahm ihr Smartphone. Auf dem Display lächelte sie ihre Freundin Kerstin an. Nicht jetzt. Sie sackte zurück in ihr Bett. Das Smartphone hielt sie immer noch vor sich, unschlüssig, ob sie nun rangehen sollte oder nicht. Ich will nicht, oder doch? Nein, aber, oh. Sie wälzte sich mehrmals zur Seite, kniff die Augen zusammen und wischte schließlich den grünen Hörer. Ja? Hey Jana, ich weiß, das wird das echt beschissen, aber wollten wir nicht was machen? Kerstin war Hannas beste Freundin und rief seit der Trennung noch öfters an als jemals zuvor. Eine Vorsichtsmaßnahme offensichtlich hielt sie Hannah für suizidgefährdet. Hannah schwieg. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Für sich sah sie keinen Sinn darin, irgendwohin auszugehen. Hannah, sag schon was. Ich weiß, dass du noch dran bist, auch wenn du keine Lust hast. Versauerst du nur in deinem Schneckenhaus. Damit war Hannas Deckeneinrolltechnik gemeint. Ist gut, dann versaure ich eben in irgendeinem Café, während du auf irgendwelche Kerle zeigst und ihre Hinterteile kommentierst. Also ich finde das lustig. Ich eher weniger. Du bist so eine Oma. Und du so ein Kind. Auf mit dir, Grufti. Wir müssen dich auf andere Gedanken bringen. Vielleicht leiht dir ja heute einer seinen Schirm. Was? Oder gleich sein Bett. Also so weit müssen wir jetzt nicht gehen, meine Liebe. Kerstin lachte amüsiert, doch Hannah ließ sich davon nicht anstecken. Krankheiten lassen sich ja auch nicht übers Telefon übertragen. Na, wie schaut's aus? Kommst du nur mit oder nicht? Na gut. Na gut. Echt jetzt? Wow, gut. Dann bin ich in einer Stunde bei dir. Kerstin legte vor lauter Aufregung auf, ohne sich von ihrer Freundin zu verabschieden oder eine Reaktion von ihr abzuwarten. Unsere Heldin erhob sich nach ihrer ersten Entscheidung ächzend aus dem Bett und schlurfte auf ihren Kleiderschrank zu. Plötzlich rappelte etwas. Hannah blickte sich müde und irritiert um.
Das Geräusch kam von ihrem Kleiderschrank. Ein Kratzen und Poltern, gepaart mit einigen Wörtern, von denen Damen aus gutem Hause erröten und erblassen würden zugleich. Scheißdreck! Wie denn das? Hannah hielt verschreckt inne. Aus ihrem Kleiderschrank kam eine Stimme und durch ihren Kopf ratterten alle Möglichkeiten wie eine Filmrolle. Das riecht nach Blumen hier! Habe ich mein Smartphone im Schrank vergessen? Da läuft gerade irgendein skurriles Video oder Hörbuch? Ich hasse Blumen! Nein, mein Smartphone liegt auf dem Bett. Ich habe gerade noch telefoniert. Vielleicht der Fernseher der Nachbarn? Nein, die sind im Urlaub. Hier kriegt man ja die reinste Kratze drin! Stoff zerriss schmerzhaft und das Poltern wurde immer wilder. Hannah trat wagemutig an den Schrank heran und riss die Türen auf. Ich will hier raus! Ich will hier raus! Raus, raus, raus! Nichts. Die Stimme schien aus einer der Schubladen zu dringen. Verflucht doch mal! Die Stimme klang schon fast weinerlich und so zog Hannah die Schublade auf, in der sie ihre Unterwäsche lagerte. Wieso hat sie nicht erstmal die anderen Schubladen geguckt, wo zum Beispiel ihre Socken sind? Weißt du eigentlich, dass du gerade die Atmosphäre zerstörst? Nein, ernsthaft, der Spieler wird sich doch sicherlich denken, oh Mann, ich lage meine Unterwäsche in der untersten Schublade, also ziehe ich doch erstmal die Schubladen darüber auf. Dann hat halt Hannah ihre Unterwäsche in der obersten Schublade. Und überhaupt, warum sollte da was in ihrem Unterwäschefach sitzen? Weil das Spiel so heißt. Das ist doch pervers. Benennen wir es lieber um, zum Beispiel in das multidimensionale Sockenfach oder Hannah und die sieben Fleckenzwerge oder... Sag mal, hast du sie noch alle? Was stellst du dieses Spiel, dessen Logik und vor allem unsere Existenz so in Frage? Ich meine nur... Klappe zu, denn Hannah trifft jetzt auf den ersten eroberbaren Charakter, das ist wichtig. Du. Schnauze! Der Erzähler räuspert sich und nun schaut er böse zu seinem Erzähler rüber. Ich bin ja schon ruhig. Zwischen Hannas Unterhosen und BHs saß eine kleine Kreatur. Würde sie nicht zu viel fluchen, dann wäre sie nun mit ihrem verdutzten Blick ganz gewiss äußerst liebreizend. Das Schweigen zwischen Hannah und der Kreatur war lang und zunehmend peinlich, bis die Dame des Hauses schließlich die Stille brach. Was bist du und was machst du hier? Die kleine Kreatur fasste sich und sein Blick wurde garstig böse und empört. Knie nieder, kleiner Mensch, vor dem großartigen Timotheus-Unterjocher der Menschheit, Geißler seiner Feinde, Zerschmetterer alles Guten, Herr deiner schlimmsten Albträume, Äonen älter als du, Sohn des... Hannah holte aus und zog dem kleinen Geschöpf voller Kraft eins über, wodurch es abrupt zum Schweigen gebracht wurde. Ich bin Hannah, 28 Jahre alt, ledig, Büroangestellte, Besitzerin dieses Kleiderschranks und ich ziehe dir gerne nochmal eins über, wenn du mir nicht endlich sagst, was du meiner Unterwäsche zu suchen hast. Unwürdige Kreatur, wie kannst du es wagen, dem Großen? Hannah versetzte Timotheus einen weiteren Hieb, was ihn zu einem schmerzhaften Wimmern verleitete. Beantworte die Frage und keine apokalyptischen Vorträge mehr. Timotheus grunzte etwas Abfälliges, jedoch Unverständliches. Ein scharfer Blick von Hannah brachte ihn jedoch zur Raison. Was ist ein Raison? Raison ist die verdeutschte Form des französischen Wortes Raison. Jemanden zur Raison bringen bedeutet, ihn durch eine Handlung zur Vernunft zu bringen. Dass Timotheus an dieser Stelle raisonniert, ist nicht nur klug, sondern sorgt auch dafür, dass Hannah bei Raison bleibt und Timotheus nicht weiter für seine Raisonlosigkeit zur Raison ziehen muss. Alles klar. Ja, das kennen wir. Weiß ich schon. In deinem Unterwäschefach ist ein Tor zur Hölle, da bin ich halt rausgekommen. Wieso bitte ist ein Tor zur Hölle in meinem Unterwäschefach? Wo soll ich das wissen? Ich bin nur einer von vielen, die in die Menschenwelt geschickt werden. Dann mach es wieder zu und verschwinde auch gleich wieder. Daraufhin fing Timotheus laut schallend zu lachen. Ein Teufel werde ich tun. Ich komme doch nicht her, um gleich wieder zu gehen und mir hast du ohnehin nichts zu sagen. Und schon setzt es einen weiteren Schlag. Ah, wieso bist du so brutal? Sind alle Menschenweibchen so? Wie bitte? Ich glaube, ich spinne. Wie bitte? Entschuldigung. Ich glaube, ich spinne. Vermutlich schlafe ich noch Höllentore, Dämonen und das alles in meinem Unterwäschefach. Ja, genau, Mensch. Verliere dich in der Illusion, dass es alles nur ein Traum ist, damit ich dich und deine Seele leichter fressen und meine Kräfte zurückerlangen kann. Hannah schlug die Schublade zu, nahm aus einer anderen Schublade einen Gürtel und versperrte die Schublade so mit aller Kraft. Nennt man das nicht Freiheitsberaubung? Hannah sollte sich nicht gleich zu Beginn schon strafbar machen. Ich bezweifle, dass ein kleiner Dämon bei der Polizei Gehör findet. Wie rassistisch. Ich bezweifle ebenfalls, dass das nun hierhin gehört. Plötzlich klingelte es an der Tür. Wer konnte das nun sein? Kerstin? Nein, die Stunde war noch nicht rum. Wer eine Stunde Spielzeit bis hierher gebraucht hat, soll sich ernsthaft Gedanken machen.
Hannah schlich an die Tür und ließ die Kreatur aus dem Unterwäschefach zurück. An der Tür schaute sie schließlich durch den Türspion. Oh, hallo. Wer bist du denn? Hinter der Tür stand Furio, Hannas schüchterner Kindheitsfreund, der seit ihrer Trennung von Jan ständig von Kerstin vorgeschickt wurde. Hanna hatte schon seit vielen Jahren den Verdacht gehabt, dass Furio gerne mehr aus ihrer Freundschaft gemacht hätte. Allerdings war er so dermaßen passiv, dass es Hanna immer wie Mitleid vorkam, wenn sie den ersten Schritt gemacht hatte. Und dann war nun mal Jan in ihr Leben getreten. Ziemlich aussichtslose Situation für die Guten, was? Das sollte Rainbird selbst entscheiden, nicht wahr? Klar, machen wir auf für Furio. Hallo. Hanna seufzte und zog schließlich die Tür auf. Furio wirkte zunächst etwas überrascht, bis sich ein Lächeln auf seinem Gesicht zauberte. Wie der sich freut! Ich hätte die Tür geschlossen halten sollen. Guten Morgen, Hanna. Ich war gerade in der Nähe und... Du wohnst eine Straße weiter. Du bist immer in der Nähe. Ich meine, ich wollte halt mal vorbeischauen. Wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen und... Erst vor 2 Tagen haben wir uns beim Einkaufen getroffen. Du hast mich durch den ganzen Laden bis an die Kasse verfolgt. Das war Zufall. Irgendwie dachte ich, wir könnten... Ins Café? Kerstin hat das eingefädelt, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Das weißt du schon, aber... Hanna seufzte, bevor sie ihren Satz beenden konnte. Wieso ließ sie denn jetzt nur alles an ihm aus? Kerstin war es, die ihn angestiftet hatte. Er war nur eine Marionette für Kerstins großen... Hanna findet die neue, große neue Liebe Plan. Kerstin hat dir wohl nicht gesagt, dass du erst in einer Stunde hier sein solltest. Ich bin noch nicht ganz salonfähig. Was für eine hübsche Umschreibung für jemanden, der gerade erst aus dem Bett gefallen ist. Furio blickte jedenfalls betroffen zu Boden, als wäre es äußerst taktlos, vormittags bei anderen Menschen an der Tür zu klingeln. Komm rein, willst du jetzt schon was trinken oder gleich erst gleich im Café? Ich weiß ja, wo alles ist. Mach du das, was du tun musst. Als wäre es so schwer, sich zu waschen und umzuziehen. Hanna nickte und ging zurück ins Schlafzimmer, wo der kleine Dämon immer noch war. In der Schublade rappelte es ganz schön und so ergab sich ein großes Problem für Hanna. Sie brauchte frische Unterwäsche und inmitten dessen saß der kleine, tollwütige Timotheus, der seinen Ärger lautstark Luft machte. Ich befehle dir, mich herauszulassen, Mensch! Hanna haderte. Einerseits war der Dämon auf den ersten Blick keine große Gefahr, andererseits waren das Katzen auf den ersten Blick auch nicht, konnten aber zu einer Mordmaschine werden, wenn man sie in eine gefüllte Badewanne warf. Wieso wird mein Unterwäschefach mit einer Badewanne verglichen? Für dich mag dieser Vergleich ein wenig unhöflich klingen, allerdings befindet sich in deinem Unterwäschefach gerade ein Strudel, der geradewegs in die Hölle führt. Wie eine Badewanne? Wir kennen doch alle diesen Strudel, wenn der Stöpsel in die Badewanne gezogen wird. Und als Kinder waren wir immer ganz fasziniert davon und haben uns vorgestellt, wie gerade ein ganzer Luxusdampfer in ihr Verderben gezogen, werden. Du nicht? Mein Beileid zu dieser traurigen Kindheit. Alles klar. Weiß ich schon. Na gut, ich nehme das mal so hin. Hanna nahm all ihren Mut zusammen und lockerte den Gürtel. Augen zu und durch. Als das erste Licht in die Schublade fiel, sprang Timotheus wie auf Kommando ins Zimmer und landete unelegant auf dem Boden. Unelegant heißt, dass er mit der Fressluke voran den Boden geküsst hat. Als sich der kleine Dämon aufgerappelt und sein unverständliches Jammern eingestellt hatte, plusterte er sich zu einer vollen Größe auf. Was immer noch verdammt klein ist. Du bist also noch zur Besinnung gekommen, Mensches Unterwesen. Entschuldigung. Fürs Erste werde ich dir verzeihen, aber beim nächsten Mal. Ich warne dich. Hanna ignorierte ihn und durchwühlte ihr Unterwäschefach. Der Holzboden der Schublade war ein in sich drehender Strudel, dessen Ziel nicht ersichtlich, aber durchaus bekannt war. Als sie schließlich die Kleidungsstücke gefunden hatte, die sie für den Tag brauchte, fing sie an, sich hastig aus ihren Kleidern zu schälen. Was tust du da? Ich zieh mich um. In meiner Küche sitzt Besuch und ich gehe auch gleich außer Haus. Aber wieso entkleidest du dich vor den Augen eines fremden Mannes? Darum habe ich nicht gebeten. Hanna blickte zu Timotheus und musste sich ein Lächeln verkneifen. Mann, für mich siehst du aus wie ein missratenes, sprechendes Plüschtier aus. Daraufhin warf Hanna ihr T-Shirt auf den Boden und entblößte so ihre Brust. Ich verbiete dir, Mensch, dich jetzt entkleiden, tu das woanders. Und wo? Vielleicht vor meinem Besuch? Hanna zog sich ein BH an. Du willst doch ohnehin mit diesem Mann paaren, oder? Dann verkürze das Ganze doch so. Hauptsache, du tust das nicht vor mir. Der männliche Besuch?
Timotheus kann das Geschlecht erschnuppern. Ansonsten könnte er ja nicht wissen, dass der Besuch männlich ist und seine Bemerkung würde auf Wissen basieren, über das er nicht verfügt. Dieser Umstand ist dem Autor natürlich schon im Vorfeld aufgefallen und wurde nicht nachträglich mit dem Infotext gerettet. Alles klar. Weiß ich schon. Timotheus hielt sich zwar die Hände vors Gesicht, ließ aber an jeder Hand zwischen den Fingern einen Spalt frei, damit er doch alles sah. Hannah schlüpfte aus der Jogginghose und wollte sich gerade das alte Höschen ausziehen, als Timotheus schreiend unter das Bett sprang. Und das soll ein Mann sein? Und das soll ein Otome-Game sein? Hätte ich gewusst, dass die Geschichte darauf hinausläuft, hätte ich mir ein paar Taschentücher mitgebracht. Hältst du das ernsthaft für angebracht? Ist ja nicht so, als würde Rainbird Hannah tatsächlich nackt sehen. Na, schade. Aber unschuldig ist das hier schon lange nicht mehr. Das ist schon nicht mehr, seit du da bist. Aber okay, auch wieder wahr. Hannah war also nun umgezogen und bereit, sich in ein sagenhaftes Vergnügen mit Furio zu stürzen. Kaffee. Und so saßen sie nun gemeinsam im Café um die Ecke. Vor ihnen ein Heißgetränk, doch das Schweigen lag wie eine Decke über ihnen. Hannah räusperte sich, um die Stille zu durchbrechen. Furio blickte von seinem Kaffee auf, an dem er gerade mit glasigem Blick genippt hatte. Hey, gibt es irgendwas Bestimmtes, worüber du mit mir reden wolltest? Also das Wetter ist echt... Furio blickte nach draußen und sah das Unwetter wüten. Wenigstens sind wir gesund. Hannah musste immer wieder an den kleinen Dämon in ihrem Zimmer denken und sie hoffte inständig, dass Furio ihr mal so langsam sagen würde, das alles wäre nur ein Traum und sie dürfe jetzt aufwachen. Furio, wir sind nun schon so lange befreundet und ich weiß, was Kerstin vorhat. Ach ja? Sie will uns verkuppeln. Wenn du das nicht willst, dann lass dich nicht darauf ein. Wahrscheinlich will er es schon, aber er stellt sich dabei herrlich blöd an. Also ich sehe das hier nicht als Verkuppelung. Ich bin erst seit kurzem von Jan getrennt. Ich weiß nicht, wie Kerstin darauf kommt, dass ich so schnell wieder einen neuen Partner brauche. Dann ist doch jetzt schon ein Monat her und du bist immer noch völlig am Boden zerstört. Das war mutig von Furio, aber dafür kassierte er einen bösen Blick von Hannah. Ich weiß dein Mitgefühl zu schätzen, aber ich entscheide, wann ich eine neue Beziehung eingehe und nicht Kerstin. Hannah tränkte ihre Worte in Sarkasmus. Ich will dich nicht so leiden sehen, das solltest du wissen. Wirklich nett von dir. Und ich will nicht, dass Kerstin dich so manipuliert. Das solltest du wissen. Furio schluckte und blickte auf seine Tasse. Seine Augen waren voller Reue. Vermutlich bereute er bereits das alles hier. Ich möchte nur, dass du wieder so wie früher wirst. Hannah grunzte auf die Aussage. Wie früher, so wie im Kindergarten, wenn ich ihn vor den großen bösen Jungs beschützt habe. Wieso darf nur Jan seinen Spaß haben? Ständig sehe ich ihn mit einer anderen, immer gut drauf. Du quälst dich hier und dieser Mistkerl feiert. Hannah starrte Furio entsetzt an. Wut kochte in ihr hoch. War es wegen Jans freizügigen Lebensstils oder wegen der versteckten Zurechtweisung in Furios Worten? Du gehst zu weit. Sie sagte die Worte leise und bedrohlich. Hätte ich mal vorher gewusst. Furio schreckte zurück und blickte aus dem Fenster in den Regen. Du bist wie das Wetter. In deinem Kopf herrscht ein Gewitter und Wolken vernebeln dein Denken. Und der Regen, nun, wenn keiner hinsieht, fließt er unablässig. Furio war manchmal so ein Poet. Wie aus einer anderen Welt oder Zeit, sprach er. Doch Hannah war das genug. Sie hatte keine Lust mehr auf Metaphern auf ihre Kosten. Dann werde ich mal abdampfen. So wie das richtige Wolken nun mal machen. Also eigentlich... Hannah knallte etwas Geld auf den Tisch und brachte Furio so zum Schweigen. Sie blickte ihm tief in die Augen und machte nonverbal klar, dass er eine Grenze überschritten hatte. Bis dann, Furio! Dieser nickte nur traurig. Und so ging Hannah in den Regen ohne Schirm und stapfte wütend nach Hause. Im Flur angekommen war sie allerdings nicht mehr lange allein. Eine Nachbarin, Blanchet, stöckelte gerade auf ihren High Heels hoch zu ihrer Wohnung und kam Hannah fröhlich winkend entgegen. Hallo, Frau Rosenthal! Das Wetter da draußen ist ja echt bescheiden. Dabei wedelte sie mit ihrem triefenden Regenschirm. Was Sie nicht sagen, Frau Liss. Blanchet war eines dieser schicken Luxusweiber, die Hannah auf den Tod nicht ausstehen konnte. Allerdings musste man der Frau eines lassen. Sie verdiente sich ihr Geld selbst und das nicht zu knapp. Seit Hannas Trennung von Jan kam ihr die Frau auch immer aufdringlicher vor. Vermutlich war das aber ebenso Einbildung wie der Dämon in ihrer Wohnung. Ja, ich weiß. Wäre ich Französin, müsste ich mal eine Nachfahrin von Sherlock Holmes sein. Blanchet zwinkerte. Sie war natürlich keine Französin. Ihr Vorname wirkte mit dem Nachnamen nur so, als ob. Und? Sie kommen vermutlich von einer Geschäftsreise oder so?
Ja, yeah, in der Tat. Auch Sie haben etwas vom guten alten Sherlock, wie? Ich komme gerade, wie es der Zufall will, aus Rom. Und? War dort das Wetter besser? Ja, aber das war doch keine Kunst. Dafür wurde die friedliche Idylle von all den chauvinistischen Italienern getrübt. Ich glaube, bei denen macht irgendwas im Kopf Klick, wenn sie eine Blondine sehen. Hannes Nachbarin lachte selbst über ihren ehrmäßigen Witz. Chauvis mag sie also nicht. Vielleicht sollte sie sich mal Furio vorstellen. Der ist auch Italiener und sogar kein Chauvi. Aber genug von mir. Sie sehen gar nicht gut aus. Sind Sie krank oder immer noch das gebrochene Herz? Hanna erschreckte manchmal, wenn sie Leute auf die Trennung von Jan ansprachen, mit denen sie selbst gar nicht so viel geredet hatte, darüber geredet hatte. Aber offensichtlich gingen solche brisanten Infos immer schnell durch den Hausbuschfunk. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle mal eine Pause. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier gerade aufnehme. Ach doch, da steht's ja. 20 Minuten. Dann passt das ja. Ich mache eine kurze Pause, nehme aber noch eine Folge auf, die kommt dann morgen raus. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr das selber spielen wollt, wenn ihr selber Beta-Tester werden wollt, in der Beschreibung steht der Link zur Website und zur E-Mail. Da braucht ihr einfach eine formlose E-Mail hinschreiben. Dann könnt ihr da auch Beta-Tester werden. Die Mädels freuen sich, wenn ihr dabei seid. Also, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim multidimensionalen Unterwäschefach. Bis dahin. Tschüsschen.